Guten Tag, liebe Menschen. Ich habe heute eine kurze Nachricht, die ich Ihnen vorlesen möchte. Und zwar, ein Mitarbeiter im Bundesinnenministerium kritisiert die Corona-Maßnahmen. Sie haben es vielleicht schon in den Nachrichten lesen können, aber ich möchte das Ihnen nochmal hier nahebringen. Das Bundesinnenministerium von Herrn Horst Seehofer, CSU, muss sich mit einem pikanten Vorgang im eigenen Haus beschäftigen. Ein Referent des Ministeriums hat, ohne dafür einen Auftrag bekommen zu haben, ein Papier zur Corona-Krise verfasst. 80 Seiten im Übrigen. Und das im völligen Widerspruch zur Haltung des Ministeriums steht. Äußerst pikant. Das gut 80 Seiten umfassende Papier soll er nach Informationen sowohl intern wie extern an einen großen Verteiler verschickt haben. Am Wochenende landete es dann auf der rechtskonservativen, rechts, Sie sehen schon wieder, ein Rechter schon wieder, wo der Referent als eine Art Whistleblower dargestellt wurde. Ja, so bezeichnet man das. Herr Snowden und Herr Assange sind auch Whistleblower. Die haben auch interne Informationen nach außen gegeben, um die Menschheit einfach zu informieren, was intern ist. Seiner Ansicht nach handele es sich beim Umgang mit Covid-19 um einen globalen Fehlalarm. Behauptet der Ministeriumsmitarbeiter dort, die Gefahr des neuartigen Coronavirus sei nicht größer als die vieler anderer Viren. Die von den Behörden angeordneten Maßnahmen richteten mehr Schaden an als Nutzen, glaubt er. Da sind wir bei dem Wort Glauben. Er glaubt es? Nein, ich denke einfach mal, die Zahlen zeigen es ganz klar. Die Arbeitslosenzahlen schnellen nach oben, die Wirtschaft ist auf dem steilen Weg nach unten. Also ich denke, das hat mit Glauben nichts zu tun, sondern das ist Realität. Seine Ausarbeitung gipfelt in einer steilen Behauptung. Alleine diese Wörter, Sie müssen sich wirklich überlegen, was da auch geschrieben wird. Der Staat müsse sich in der Corona-Krise womöglich den Vorwurf gefallen lassen, einer der größten Fake-News-Produzenten gewesen zu sein. Das ist doch mal eine Ansage, nicht wahr? Und wir haben dann, er hatte weder den Auftrag noch eine Autorisierung. Es sei lediglich seine persönliche Meinung. Ja, ist es nicht das, was wir genau hören wollen? Eine persönliche Meinung, eine Einschätzung von einem anderen Menschen? Und ich meine, dieser Mensch arbeitet jetzt auch noch direkt in dem Ministerium. Das Papier widerspricht so ziemlich allem, was die Bundesregierung und das Robert-Koch-Institut zu Covid-19 sagen. Seehofer hatte von Beginn an für ein rigoroses Vorgehen plädiert, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Sein Ministerium hatte im März selbst eine Studie verfasst, laut der im schlimmsten Fall Hunderttausende Tote drohten, falls der Staat zu wenig unternehme. Viele Länder dieser Welt und die meisten Länder in Europa haben ähnliche Maßnahmen ergriffen, teilte das Bundesinnenministerium am Sonntag mit. Die bisher ergriffenen Maßnahmen wirken. Ja, ist die Frage, wirken die oder ist der Virus einfach, wie dieser Mitarbeiter beschreibt, gar nicht so gefährlich? Weil dann wirken die Maßnahmen selbstverständlich, weil es wäre auch ohne die Maßnahmen nicht geschehen. Zuletzt hatte die Kritik am Regierungskurs in der Corona-Krise massiv zugenommen. Am Wochenende demonstrierten tausende Menschen in ganz Deutschland, vielleicht waren auch Sie dabei, darunter Impfgegner, Extremisten und Verschwörungsideologen, aber auch ganz normale Bürger. Ja, ganz normale waren auch dabei. Nun bekommen die Protestler ausgerechnet Schützenhilfe aus den Reihen der Bundesregierung. Lesen Sie es selber, es ist unfassbar. Der Corona-Rebell aus dem Bundesinnenministerium arbeitet in der Abteilung, die sich mit grundsätzlichen Fragen des Krisenmanagements und des Bevölkerungsschutzes befasst. Also das ist quasi ein Mitarbeiter direkt aus diesem Bereich, der dieses verfasst hat. Kleinen Moment.
An der Bewältigung der Corona-Pandemie soll er nach Informationen allerdings nicht beteiligt gewesen sein. Er gehört auch nicht zum gemeinsamen Krisenstab von Innenministerium und Gesundheitsministerium. Ja, also das heißt dann quasi, dass man dann keine persönliche Meinung haben kann als Mitarbeiter. Ist das so richtig? Haben Sie das auch so verstanden? In Seehofers Ministerium ist der Unmut über das auf eigene Faust verfasste Papier groß. Dort bezeichnet man die Thesen als private Meinungsäußerung. Ja, eine private Meinungsäußerung. Das ist grundsätzlich doch, hat doch jeder, oder? Sie als Politiker, jeder Politiker hat eine private Meinungsäußerung. Ist das nicht so? Weil dann würden Sie ja ganz klar zugeben, dass es eine Meinung, dass es verschiedene Meinungsäußerungen gibt. Einmal die private und einmal vielleicht die vom Staat gewollte. Ne? So kann man das doch ganz klar auch sehen. Für die Zusammenstellung habe er weder einen Auftrag noch eine Autorisierung gehabt. Sie sei auch außerhalb der sachlichen Zuständigkeit des Verfassers erfolgt. Also es gab quasi keinen Auftrag und keine Autorisierung, die Regierung zu denunzieren und sie als größten Fake-News-Produzenten darzustellen. Ja, das ist also wirklich ausgesprochen interessant. Der Referent versah seine Ausarbeitung jedoch mit dem offiziellen Briefkopf des Ministeriums. Auf diese Weise wird der Anschein erweckt, die Privatmeinung gebe die offizielle Auffassung einer Behörde wieder. So das Bundesinnenministerium. Das sei nicht akzeptabel. Inzwischen wurde der Mitarbeiter nach Informationen vorläufig von seinen Dienstpflichten entbunden und ihm bis auf Weiteres der Zugriff auf sein E-Mail-Postfach gesperrt. Ja, da haben Sie es gehört. So sieht das aus. Es ist eine private Meinungsäußerung. Aber ist es nicht genau das, eine private Meinungsäußerung, die jetzt gerade von jedem und von allen auch gerne gesehen werden möchte? Eine Transparenz, eine persönliche Meinung, eine private Meinung. Ist da eigentlich auch ein Unterschied zwischen persönlich und privat? Also wissen Sie, eine Meinung ist eine Meinung. Und mein kommt von mein. Und meine Meinung muss darum nicht deine sein. Also wir haben mittlerweile in Deutschland ja überhaupt gar keine Meinungsvielfalt mehr. Und wie man gerade sehr schön darin entnehmen konnte, ist es ein Unterschied zwischen einer offiziellen Meinung und einer privaten Meinungsäußerung. Und ist es denn nicht eigentlich auch Herr Seehofer, der schon einmal im Jahre 2011 gesagt hat, kleinen Moment, ich lese Ihnen das noch mal kurz vor, diejenigen, die gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden, wurden nicht gewählt. Herr Seehofer im Jahre 2011. Ja, liebe Menschen da draußen, das ist doch wirklich eine interessante Nachricht heute. Und ich persönlich freue mich über die private Meinungsäußerung eines Mitarbeiters aus diesem Sektor, aus dem Bundesinnenministerium. Und ja, ich möchte diese Nachricht an Sie weitergeben. Denken Sie doch auch einfach mal nach, wie man in den Nachrichten hier vorgeht. Und wissen Sie, wir brauchen gar nicht so viel zu tun. Sie selber standen vielleicht auch auf den Straßen am Samstag. Sie selber sind einer von diesen Menschen, die dort beschrieben wurden. Entscheiden Sie selber, ob Sie der normale Bürger sind, der Verschwörungstheoretiker, der Extremist. Und man moniert natürlich auch, dass unterschiedliche Meinungen mittlerweile auf die Straßen gehen. Die Rechten, die Linken, Verschwörungstheoretiker, Impfgegner. Ja, sagen Sie, ist das nicht so normal? Ist es nicht normal, dass unterschiedliche Meinungen generell einfach existieren? Und jeder Mensch, und wenn Sie in den Supermarkt gehen, hat eine andere private Meinung. Und das ist auch das gute Recht, eine private Meinung zu haben. Und auch jeder Politiker sollte eine private Meinung äußern und nicht eine vom System und von den ganzen Firmen, von denen er gesponsert wird, diese Meinungen wiedergeben. Ich finde, das sollten Sie einfach als Zuschauer einfach mal wissen und darüber nachdenken. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Seien Sie wachsam, schauen Sie genau hin, lesen Sie auch zwischen den Zeilen, was man Ihnen in den Medien momentan zeigt. Alles Gute, vielen Dank fürs Teilen und bis bald.
Müssen wir dringend was besprechen. Sie haben wirklich mein aufrichtiges Mitgefühl, alle Politiker mit guten Absichten, weil es heißt ja immer, Primat der Politik wird wiederhergestellt und man hat doch den Eindruck, dass die Politik enorm dieser Finanzmacht hinterherläuft und dass das manchmal richtig deprimierend ist und jetzt wird zwar was gemacht und morgen wird was beschlossen, aber deprimiert sie das manchmal, diese Macht, die dann wieder in anderer Hand liegt und nicht in der demokratisch gewählten Macht? Ja. Sehr viel gelesen, weil ich gedacht habe, ich will jetzt mal nichts glauben, sondern ich möchte es wissen. Und dann versuche ich zu wissen und dann entdecke ich, für jedes meiner Vorurteile gibt es irgendeinen Professor, der es bestätigt. Ja. Also am Ende muss ich wieder entscheiden, wem von den Vöcheln soll ich glauben. Und Ihnen geht es ja eigentlich auch nicht besser, Sie können ja auch nicht alles wissen. Wie entscheiden Sie denn, wem Sie was glauben? Ich versuche nach dem logischen Menschenverstand zu entscheiden, denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, das ist ja komplett deprimierend. Ja, was?